Willkommen zu Folge 6. Football is coming home. Wieder mit Peter und uns. Tipp1.com. Ohne Maske, ohne Strohhut, ohne Pappnase. Auf eigene Gefahr. Bis gleich. Hoppla, die Tür ist ja auf. Was ist denn hier los? Dem Peter wird doch nichts passiert sein. Nix los hier. Wo ist er denn? Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht, mein Lieber. Alles in Ordnung. Tipp1.com gibt jetzt Vorgas. Zack. Ja, wir sind in der Endphase, in der absoluten Endphase. Wir geben nochmal richtig Vollgas. In der nächsten Woche werden wir seriös. Dann beginnt endlich wieder die Bundesliga. So, Endphase der Corona-Beschränkungen. Es wird geungt, die Bundesliga würde besondere Rechte genießen. Wie siehst du das, lieber Peter? Ich glaube, dass der Fußball selber in unserer Gesellschaft eine Sonderrolle einnimmt. Aber er darf natürlich nicht in Bezug auf Prävention und andere Dinge Privilegien genießen. Das macht er auch nicht. Aber Fußball ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Über 20 Millionen Menschen sind jedes Wochenende unterwegs, um sich Fußball entweder in den Stadien anzugucken oder eben an den Bildschirmen oder an den Hörfunkgeräten und so weiter. Also der Fußball ist ein wesentlicher und ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer gesamten Wirtschaft. Über 1,8 Milliarden Steuern, die jedes Jahr bezahlt werden von unseren Profis, von all denen, die beim Fußball angestellt sind, ist eine richtige Macht, eine Wirtschaftsmacht, die es gilt, auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, weil es wichtig ist für unsere Gesellschaft. Losgelöst von allen anderen Dingen, dass wir als Fußballnation bekannt sind, dass viele, viele Fans mit diesem Fußball leben, teilweise eben auch von dem Fußball leben, gibt irgendwo eine besondere Rolle. Aber nochmals, keine Privilegien in Blick darauf, dass es Sonderrechte gibt. Es gibt keine Sonderrechte, die darf es auch nicht geben. Der Fußball ist diesbezüglich gut aufgestellt. Lieber Peter, man munkelt, du hättest einen neuen Lieblingsspieler, obwohl du als aktiver Trainer Anfang der Woche zurückgetreten bist. Was hat es damit auf sich? Das ist durchaus richtig. Der Gewinner der letzten Challenge ist auch der Gewinner der jetzigen Challenge. Jalal hat wieder zugeschlagen. Und zwar ging es darum, die drei großen, schillerndsten Trainerfiguren, Persönlichkeiten zu beschreiben. Und ich gehöre dazu, obwohl ich, jetzt sind wir in der Vergangenheit, obwohl ich nicht mehr als Trainer in Deutschland fungieren werde, gehöre ich dazu, gehört Klaus Toppmöller dazu und gehört Werner Lorand dazu. Drei alte, in An- und Abführung, Trainer-Ikonen. Jalal, herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist der Sieger. Mit den Glücksglocken im Hintergrund. Extra für dich, Jalal, die Glocken des Sieges. So, und wie sieht es mit der dieswöchigen Fitness-Challenge aus? Ist doch vollkommen klar. Der Restart der Bundesliga steht direkt bevor. Also müsst ihr fit sein. Wir sind fit. Wir haben Gas gegeben. Wir geben Gas, damit die Liga endlich starten kann. Wie macht ihr es? Gebt uns ein paar Vorschläge. Schickt uns Videos. Wie macht ihr im fitten Zustand Vollgas? Wie gebt ihr Vollgas? Was macht ihr?